Hier handelt es sich um einen Hyundai Trajet, 2,7 V6 Motor, der gleiche Motor als 2,5 ist auch im Kia verbaut. Da sind, glaube ich, nur die Köpfe anders, das weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall der Rumpf, der Block, der ist der gleiche wie im Kia. Die Zylinderköpfe sind ein bisschen anders, aber passen halt und dann haben sie 2,7 Liter. So, und bei dem ist das Problem, wir haben vor ungefähr 20.000 den hinteren Kopf komplett neu gemacht. Das heißt, alle Nocken raus, alle Ventile raus, die Ventile komplett zerlegt, komplett sauber gemacht. Die Hydrostößel, nicht die Ventile, Entschuldigung, die Hydrostößel. Dann haben wir den kompletten Motor gespült, zweimal 1000 Kilometer mit dem Ölwechsel und mit dem Filter. Und dann haben wir neues Öl, neues Filter rein. Also im Prinzip nach 3000 Kilometern war ungefähr das Öl komplett gespült und dreimal den Filter gespült. Hier hat der noch eine Besonderheit, der hat einen Automatikgetriebe-Ölfilter außen und einen innen. Das haben wir bei dem auch repariert. Da war auch ein Problem. Das Getriebe hat erst bei ungefähr 3000 Umdrehungen geschaltet. Und dann mussten wir hier komplett Motor mit Getriebe, mit allem runternehmen. Die Riesenachse unten drunter, die ist gerade nicht klein. Das ist ein Ding von da hinten bis hierhin. Also wenn man es sich hinstellt, ist es so ungefähr hüfthoch. So eine Riesenachse ist da unten drunter. Integralträger. Ja, auf jeden Fall haben wir den Zahnriemen neu gemacht. Und der hatte ein Problem, dass er nicht nur unrund lief, sondern dass er auf den vorderen Zylindern, was er auch auf dem hinteren hatte, immer wieder den Kart verbrannt hat. Also da sind die Schaftdichtungen verbrannt gewesen, also abgenutzt gewesen. Und der hat immer zu angezeigt zu fett, hat abgemagert. Und dann hat er wieder zugefettet und abgemagert und zugefettet. Also der lief ziemlich bescheiden. Deshalb haben wir den hinteren Kopf neu gemacht. Dann lief er eigentlich viel besser, hat auch so gut wie keinen Ölverbrauch mehr gehabt. Aber dann ist der vordere Kopf andauernd am Verbrennen gewesen, nicht der Kopf, der Cut. So, und dementsprechend gefahren und irgendwann blub, lief er nicht mehr. Jetzt haben wir den vorderen Kopf, habe ich schon komplett neu gemacht. Also, was heißt neu gemacht? Ich habe den vorderen komplett die Ventile raus, neue Schaftdichtung rein, die Köpfe neu angeschliffen. Die Schaftdichtung neu angeschliffen. Die Cuts sind noch in Ordnung. Bei dem Fahrzeug kommt aber demnächst ein Fächerkrümmer drunter. Den gibt es angeblich nicht für das Fahrzeug. Deshalb wurde jetzt einfach mal einer in teurer Anfertigung bestellt. So, hier sind die ganzen Ventile, die sind alle fast neu, die sind aber neu angeschliffen. Die Zündkerzen sind fast neu und der Kopf wurde komplett gereinigt, von innen, von außen. Und nachdem jetzt die neuen Schaftdichtungen drin sind und die Ventile komplett, die Sitze neu angeschliffen worden sind, dann wird der Kopf neu verbaut. So, und dementsprechend bin ich da mal gespannt, ob er dann noch einen Ölverbrauch hat. Das ist der Kopf, der vorher hinten drauf war. Und das ist der Kopf, der jetzt vorne drauf kommt. Und da sind die Nockenwellen drin. Und dann kommt noch was Schönes. Da es sich ja hier um einen V-Motor handelt, sieht man hier direkt Flexrohr, Lambda-Sonde, Fächerkrümmer. Der Fächerkrümmer für einen V6. Den gibt es ja angeblich nicht. So, und das ist einer, der keine Billignähte hat. Der hat also die dicken Schweißnähte, das dicke Blech. Es gibt auch diesen in der dünnen Ausführung. Aber wie gesagt, für den Wagen gibt es ja keinen Fächerkrümmer. Ja, dementsprechend gibt es jetzt hier diesen Fächerkrümmer, weil es den ja nicht gibt. Ist halt schon ganz lustig. Dabei darf man nicht vertauschen, dass das und das ein bisschen anders geformt sind. Und das passt dann nachher nicht, wenn man vorne und hinten vertauscht. Deshalb habe ich den hinteren. Das ist jetzt die Spritzwandseite. Den habe ich jetzt dran gelassen und nicht abgebaut. Aber der ist so gut wie neuwertig. Der kostet so in etwa 1700 Euro. Die Lambda-Sonden sind, glaube ich, Originale. Die kosten auch nochmal so ungefähr 60 Euro pro Stück. Also haben wir hier 120, 240. Ja, knapp 2000 Euro mit den ganzen Flexrohren dazwischen noch. Da hat mir so knapp 2000 Euro jetzt dran. Was ich jetzt umbauen werde, ist, dass ich die vorderen und die Nachlambda-Sonden, die werde ich hier blind legen und werde, der hat nämlich ein Kart hier original, ein Kart hier original, die fallen ja weg.
Das sind ja die Katalysatoren direkt am Auslasskammer. Die fallen weg, weil der immer das Problem hat, dass die verbrennen. Nicht unten, aber oben. Oben drin verbrennen die immer. Und dann hat er halt das Problem, dass er dann scheiße läuft. So, und was ich jetzt machen werde, ist ein Sportcard einbauen. TÜV-mäßig hat er eine Abnahme. Und ja, da sind hier noch die ganzen Spezialwerkzeuge, Spezialschrauben, neue Kopfdichtung und so weiter. Ja, dann gibt es hier diesen schönen, teuren Sportcard. Und den werde ich dann da einbauen. Der Durchmesser passt bis 3 Liter und er hat 200 Zellen. Ja, ich habe beim TÜV mal nachgefragt und die haben gesagt, ja, solange der eine Abnahme hat und solange der für die Kubik ausreichend ist, auf jeden Fall. Ich habe dem auch das Problem geschildert mit den Katalysatoren und dann hat er gesagt, solange der seine Abgaswerte erreicht, ist das komplett in der Norm, ist das vollkommen in Ordnung. Der muss halt die Abgaswerte, die Lambda-Sonden werde ich jetzt umschweißen und zwar nach hier oben rein, Vor-Cut und nach hier rein, Nach-Cut. Dass er die Lambda-Sonden original behält, aber mit der Verkabelung nach unten. Das heißt also, dass der Cut hier hinten dran kommt. So. Und die Lambda-Sonden kommen dann alle hier dran. Dass der hier zwei Lambda-Sonden hat, die Vor-Cut-Lambda-Sonden und hinten dann die hinteren Cut-Sonden hat. So, und dann entfällt das hier vorne mit diesen Katalysatoren, dass die durchgehend durchbrennen. Der Vorbesitzer, also das ist jetzt schon das dritte Fahrzeug, der Vorbesitzer von dem Fahrzeug hat sich bei diesem die Karts schon schweißen lassen. Also der hat auch so nachgerüstete Karts genommen, Keramikkarts, die sind dann auch wieder verbrannt, aber weil man die nicht kriegt, die Dinger kosten über 3000 Euro, angeblich bei Hyundai und sind auch nicht mehr so wirklich lieferbar, hat der sich von irgendeinem guten Schweißerkollegen das Ding aus Edelstahl nachschweißen lassen. Ich habe jetzt leider hier das Ding nicht vorliegen, dass ich das nur zeigen kann. Auf jeden Fall hat er sich ja schön viereckig und mit viel Volumen drin die Karts dann drauf anfertigen lassen, dass die halt passen. So, und das umgehen wir halt mit dem, dass ich, wie gesagt, die Katalysatoren nicht mehr original hier drunter direkt habe beim Auslasskrümmer. Nicht mehr hier und hier, sondern das Ganze nach hier hinten verlege. Weil der hat im Prinzip ein Auslasskart und dann nochmal ein Sammelkart. So, und damit erreicht er dann die Euro 4 Norm. Ja, der wird aber von den Werten her auch noch die Euro 4 Norm erreichen, weil dieser ist bis Euro, ich glaube, 5, wenn ich mich nicht irre, ausgelegt. So, bis 3 Liter Hubraum und bis Euro 5 ist dieser ausgelegt. Dementsprechend, wie gesagt, Rückfrage mit dem TÜV, alles im Normbereich. Er sagt, solange er seine Abgaswerte erreicht, kann man machen. Hier ist das Ganze nochmal von unten betrachtet, wo man auch sieht, dass hier definitiv genug Platz rum ist, dass man die Lambda-Sonden hier und da einpflanzen kann. Was man jetzt natürlich auch noch machen könnte, wäre den Cut nach hier hinten versetzen, weil platztechnisch ist das noch gerade so machbar. Das werden wir aber nicht, weil der TÜV gesagt hat, nein, der braucht nur den Cut, der Euronorm entsprechend ist. Also hier die beiden Katalysatoren, die werden dann halt wegfallen. Weil wie gesagt, da kommt dann der Fächerkrümmer rein. Nicht frecher, der Fächerkrümmer kommt dann hier rein. Und dann ist hier schon mal das Flexrohr neu gekommen, so ganzes Geschweiße. Hier ist das alles schon mal weggegammelt gewesen. Und der Kart kommt dann auch weg. Das ist nämlich der Kart, der immer wieder kaputt brennt momentan. Und ich glaube, da ist auch jetzt kein Kart mehr drin, der ist auch schon rausgekloppt. Sondern das ist das Problem, dass dann der hintere Kart auch noch kaputt geht. So, und dementsprechend kommt der Fächerkrümmer hier und dahin, Abgasrohr und Metallkart. Und dann brennt da gar nichts mehr durch. Und dann passt das. So, und die ganze Kabellage, die ganze Lambda-Sonden werden, wie gesagt, alle nach hier hinten verlegt, weil platzmäßig ist da dicke Spielraum drin, um das zu machen.